Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Eberswalde. Sie wissen es, immer am Sonnabendvormittag um 10:30 geht's los. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind wir wieder von Guten Morgen Eberswalde, heute in der 719. Ausgabe. Und in der 16. Ausgabe von Studio 10:30, live aus der Alten Post in Eberswalde. Am 2. Januar sind wir mit diesem neuen Format im Rahmen von Guten Morgen Eberswalde gestartet. Und nach nun 16 Ausgaben machen wir mal eine kleine Pause. Denn an den nächsten zwei Sonnabenden senden wir nicht von hier, sondern reisen in den Eberswald zu den Zwergen Meister Wagemut, Bruder Glimm und Rauschborn. Und da wir unsere Technik mitnehmen, ein bisschen Proviant und noch andere Dinge, können Sie und könnt ihr live mit dabei sein bei diesem Live-Theaterstück. Und wir freuen uns schon sehr auf den Besuch im Eberswald und hoffen, dass Sie dabei sind und ihr alle mitkommt. Ja, heute sind wir nochmal im Studio 10:30 und auch nach dem Eberswald wird es mit diesem Format weitergehen. Zumindest am 8. und am 15. Mai planen wir nochmal in der Alten Post zu sein. Das liegt vor allem auch daran, dass wir keine Öffnungsperspektive für Kulturveranstaltungen mit Publikum in der Innenstadt haben. Und so werden wir erstmal wieder aufs digitale Format zurückgeworfen sein. Dass wir das überhaupt so langfristig planen können, liegt vor allem an einerseits einem erfolgreichen Crowdfunding für eine Eberswald-Folge. Vielen Dank nochmal an alle, die sich da beteiligt haben. Und andererseits vor allem aber an einer Förderung aus dem Programm Neustart Kultur, die wir seit dem 13.03. erhalten und durch die wir überhaupt diese digitalen Kulturformate ausspielen können. Davon können wir die Technik hier bezahlen und auch die Honorartechniker an Kamera, Ton, Bildschnitt, die uns jede Woche hier ermöglichen, diesen Stream durchzuführen. Weil wir heute sozusagen vorerst das letzte Mal Studio 10:30 hier aus der Alten Post in der 16. Folge senden, möchte ich auch ganz kurz vorstellen, wer das eigentlich ist. Einige von Ihnen und von euch kennen vielleicht unseren digitalen Video-Newsletter. In dem haben wir in den letzten Wochen schon einige aus dem Team, aus dem großen Team von Guten Morgen Eberswalde vorgestellt. Und heute mit dabei ist wieder Tim Altrichter am Ton, so wie die letzten Ausgaben auch. Thorsten Stapel an der Regie und am Bildschnitt. Philipp Heinze, der mich gerade mit dieser Kamera einfängt und hier auch einen sehr, sehr großen Teil der Technik stellt. Dann, ich drehe mich mal um an der anderen Kamera. Ist heute Florian Bayer, sonst steht dort meistens Sebastian Gössel, der die zweite Kamera führt. Und dann haben wir noch Ruben Pagenkopf am Licht. Manchmal wird er auch vertreten von Gerrit Trey oder Adele Arnold. Und uns im Hintergrund arbeiten immer noch Fotografen. Heute ist das Steffen Groß. Und der zweite Fotograf, Klaus Gullin, ist heute leider verhindert. Aber sonst auch ganz oft hier bei uns im Team mit dabei. Ja, und wie ich mit Freuden feststellen konnte, ist auch Martin heute wieder da. Und wir werden nachher noch erfahren, wo er eigentlich die letzten zwei Wochen sich rumgetrieben hat. Und mit mir natürlich auf der Bühne in unserem Team, Udo Muschinski. Mit mir seit vielen Wochen hier in der Moderation und man muss auch dazu wissen, dass er das ganze Programm plant, also welche Gäste hier eingeladen werden, dass er auch die Pressearbeit macht und wir uns die ganze Vor- und Nachbereitung eigentlich so ein bisschen aufteilen. Jetzt kommen wir aber mal zu unseren Gästen heute in der Runde. Wir haben natürlich wieder drei interessante Personen hier zu Gast und das ist einerseits der Künstler Duck. Aus Berlin zu uns gekommen, ist er aber eigentlich ursprünglich aus Eberswalde auch. Darüber werden wir heute sprechen. Dann Musiker Ill Vibe, Vincent von Schlippenbach. Er wird uns heute ein Turntable-Solo-Konzert spielen. Und wir werden uns natürlich auch über Musik und Projekte unterhalten. Und dann Aya Torkler.
ist die dritte im Bunde heute. Sie ist aus Kloppicke zu uns gekommen, wo sie schon seit einigen Jahren wohnt und wird auch über ein Projekt sprechen, was in Tuchen-Kloppicke stattfindet. Wir von hier. Und das ist eingesiedelt im Verein Fachwerkkirche Tuchen. Schön, dass ihr alle da seid, sowohl hinter den Kameras als auch hier auf der Bühne. Und dann steigen wir gleich mal ein und werden alle drei Gäste zu Beginn kurz vorstellen. Und dann geht's in die Gespräche. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Danke, dass wir da sind. Hallo. Ja, Aja Torkler. Aja, schön, dass du da bist. Ich will dich kurz vorstellen. Du kommst aus dem Kurland im Lettland, bist promovierte Geografin. Seit 2015 leitest du mit der Blumenberger Mühle in der Nähe von Angermünde das größte NABU-Informationszentrum in Deutschland. Hinter NABU verbirgt sich Naturschutzverband Deutschland. Wie gerade angedeutet, seit mittlerweile wohl 17 Jahren bist du in Tuchen-Kloppicke zu Hause und engagierst dich in einem Verein des Ortes. Und über ein Projekt des Vereins reden wir später im Gespräch. Zunächst unsere Verortungsfrage, das wollen wir natürlich wissen. Ich will es wissen, ich nehme aber an, auch an unsere Zuschauer. Was ist das Kurland? Ich habe nur von dir erfahren, das ist noch dünner besiedelt als die Uckermark. Guten Morgen, Eberswalde. Guten Morgen in der Runde. Ja, ich wollte eigentlich mit Rätsel anfangen und gar nicht verraten, woher ich komme. Nämlich fragen, wer weiß denn, woher kommen die größten Frauen der Welt? Nämlich aus Lettland. Von der Körpergröße. Ja. Tatsächlich, statistisch gesehen. Mhm. Und die zweite Sache. Und ja. Bist du unter dem Schnitt oder über dem Schnitt? Na, ich bin so ein Mitte. Ne? Mhm. Gute Vertreterin. Ja. Lettland, Kurland im Speziellen wenig besiedelt. Eigentlich sehr ähnlich wie hier Uckermark. Ich fühle mich auch deshalb aus dem Grunde in Uckermark sehr wohl. Und im Gespräch vorher haben wir ganz kurz auch erwähnt, was wäre noch der Grund, warum man sich zu Hause fühlt. Das ist die Landschaft. Das ist die Landschaft, die von Eiszeit geprägt ist, die schroff ist, aber die im Kleinen schön ist, die zu entdecken gilt und die auch zu schützen gilt. Und ja, so bin ich hier zu Hause inzwischen. Das ist schön. Wir reden nachher noch, wie du nach Tuchen-Kloppicke gekommen bist, was es da für Anlässe gibt. Und so ein bisschen hat man ja schon zwei Inspirationspunkte oder Dinge, mit denen du dich beschäftigst, gespürt. Nämlich die geografische Komponente, Eiszeitlandschaft und der Schutz der Natur, Stichwort Blumenberger Mühle. Schön, dass du da bist. Wir reden dann nachher ganz ausführlich über das, was ihr im Verein macht. Gerne. Ja, unser zweiter Gast ist der Musiker Il Vibe, alias Vincent von Schlippenbach. Und er ist 1980 in Berlin geboren und ist der Sohn des Free-Jazz-Pianisten Alexander von Schlippenbach. Vincent lernte in seinen Kindertagen verschiedene Instrumente und hat dann aber mit 14 das DJing für sich entdeckt. Und ja, seitdem ist er dabei geblieben und hat zunächst als Hip-Hop-DJ ausprobiert, wie man die Platten nach seinem Willen tanzen lassen kann. Das war ihm aber nicht genug. Er ist dann auch als Produzent tätig gewesen und hat die Möglichkeiten des Sampling zum Beispiel entdeckt. Ja, und seitdem ist er eigentlich mit seinem Plattenspieler und den Tonträgern als Musikinstrument auch auf vielen Bühnen schon gewesen. Unter anderem spielte er zum Beispiel mit Litchi Lassie, Tony Buck, Christopher Rumble und in vielen weiteren Projekten. Aber er produzierte auch die Beats für eigene Projekte und arbeitete zum Beispiel zusammen mit Seed, war auch dort der Live-DJ für viele Jahre. Und ja, 2007 gehörte er dann zum Gründungsmitglied des Produzententrios The Crowds. Und die haben schon sehr viele Hit-Produktionen, kann man sagen, vorzuweisen. Zum Beispiel für Peter Fox, Miss Platinum und viele weitere Musiker. Das wird sich auch heute zeigen, denke ich, dass er ein Soundtüftler ist und geblieben ist. Da kommen die Hits. Ja. Da kommen die Hits zum Vorschein. Und er wird aber heute Solo spielen, wie das bei Studio Halb Elf so gang und gäbe ist. Und er wird improvisieren auf unserer Studiobühne. Ja, ob als
Live-DJ in Hip-Hop, Rap, Pop-Universum oder eben auch als Produzent. Wie gesagt, das Soundtüfteln ist dein Thema. Und du bist eben an urbaner Musik interessiert, also bist in Berlin geboren, lebst ja auch, bist jetzt noch da. Aber heute wäre es eigentlich falsch zu sagen, du bist aus Berlin zu uns gekommen, denn inzwischen ist dir das Umland hier auch nicht ganz unbekannt. Du hast uns verraten, dass du gerade eigentlich hier im Umland sowieso in der Gegend bist und an einem Projekt arbeitest. Kannst du dazu kurz was sagen? Ja, ich kann nicht alles verraten, weil es natürlich streng geheim ist, aber eigentlich. Okay. Aber ja, mit Pierre, der eine von den Seed-Sängern, mit dem arbeite ich tatsächlich hier in der Uckermark. In einem Haus, wo wir irgendwie mit mehreren Leuten gerade an neuer Musik arbeiten. So, das gibt ein neues Projekt. Wie das jetzt genau aussieht oder so, weiß er, glaube ich, selber noch nicht. Aber auf jeden Fall wird es neue Musik geben. Mhm. Und deswegen war es praktisch, weil ich bin echt eine halbe Stunde hierher gefahren heute. Genial. Näher als Berlin auf jeden Fall. Näher als Berlin. Berlin ist auch nicht weit weg. Du warst auch schon ein paar Mal hier in Eberswalde bei Festival, zum Beispiel Jazz in Ehe zu Gast oder zu anderen Gelegenheiten. Wir freuen uns, dass du heute wieder da bist und werden nachher auch noch genauer über deine Musik und deine Projekte sprechen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, schönen Dank für den Besuch. Schön. Ja, zwei Gäste, die in den letzten Jahren die Gegend und die Landschaft entdeckt haben oder entdecken. Einer, der sie kennt aus seinen Kindertagen und Jugendtagen. Unser dritter Gast ist Doug. Du bist hier in Eberswalde 1964 geboren, hast dann von 1985 bis 1989 Kunsterziehung und Germanistik an der Humboldt-Universität in Berlin studiert, aber parallel auch Kurse in Malerei und Druckgrafik an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee besucht. Die Kunstszene hat dich nicht losgelassen. Berlin Anfang der 90er war auch ein spezielles Pflaster. Du hast durchaus deinen Blick geweitet, auch bis nach London. Du hast auch in der Clubszene warst du viel unterwegs mit temporären Aktionen, hast mit Jim Avignon zusammengearbeitet. Mhm. Den Start deiner Solo-Karriere als Maler datierst du auf das Jahr 2001. Seither sind deine Arbeiten. Nee, macht es nicht. Das Internet datiert den Start deiner Solo-Karriere auf das Jahr 2001. Man muss ja immer jünger wirken. Seither sind deine Arbeiten nicht nur in Berlin zu sehen, sondern eigentlich überall auf diesem Planeten. Da fallen dann auch Städtenamen wie Singapur, Hongkong, Tel Aviv, Chicago und so weiter und so fort. Hm. Heute aber bist du hier. Und wenn ein Eberswalder nach Eberswalde kommt, dann muss ich ihn natürlich fragen, wo hast du dich in deiner Kinder- und Jugendzeit hier rumgetrieben? Lass uns gemeinsam in die späten 60er, sage ich mal, 70er und Anfang der 80er Jahre gucken. Wie ging es dir in Eberswalde? Was hast du gemacht? Ja, Eberswalde war irgendwie sehr proletarisch geprägt, glaube ich, zu der Zeit. War ja nach außen eine Industriestadt. Diese ganze Forstwirtschaft oder Forstwissenschaft hat sich ja erst mit den 90er Jahren wieder stark etabliert. Das war eingestellt schon in der Zeit. Mhm. Und das, einerseits hat mich das angenehm geprägt, also Saturday Night, Sunday Morning ist irgendwie so ein Roman von Behan, glaube ich, Brandon Behan, wie hieß der gleich? Also am Wochenende schön besoffen sein und montags irgendwie zur Uni oder zum Betrieb kriechen, die Woche rumkriegen, das war damals so gang und gäbe und war irgendwie auch, hat einen eine Zeit lang ausgefüllt. Wenn du aber was anderes gesucht hast, da hatte ich die Stadt ein bisschen enttäuscht irgendwie so. Und vor allem, wenn du, ja, also ich habe dann so gezeichnet in so einem Zeichenzirkel und es war alles so ein bisschen so, es hat sich ab einem bestimmten Punkt irgendwie nicht weiterentwickelt. Und das hast du erst durch Leute von außerhalb irgendwie zugetragen bekommen. Das hat man selbst gar nicht unbedingt so reflektiert. Es gab nicht viele Orte, du warst ein Disco-Gänger oder was? Ja, so ganz normaler, mochte so Indie, fühlte mich nirgendwo so richtig zugehörig. Und ich meine, das habe ich auch dann, Berlin war nicht so weit weg, war eigentlich die einzig wirkliche Alternative. War praktisch, ich hatte auch sehr viel Heimweh am Anfang.
und konnte mich gar nicht so lösen. Also als du schon in Berlin studiert hast? Ja, ja. Und Berlin war auch, es hat einem nicht Hallo gesagt irgendwie so erstmal. Also man, es gab einmal die Woche irgendwo ein Punkkonzert und musste man rausbekommen. Und dann ist es ja im Osten so gewesen, selbst wenn du da irgendwie das geschafft hast, da reinzukommen, dann musstest du dich wieder nach Getränken anstellen. Und also es war immer nur ein Geschaffe, um für nichts sozusagen, für die Infrastruktur des Lebens. Ja. Aber es war trotzdem sehr interessant. Und die interessanten Menschen hast du eben in der Corinner Straße im Sonntagsclub, so ein Lesben- und Schwulenclub mit den skurrilsten Personen, die aber nicht skurril unbedingt gestylt waren, sondern in ihrer Seele eher skurril waren. Die hast du da irgendwie erst nach einer ganzen Zeit entdeckt. Und ich würde auch nicht sagen, ich erinnere mich, dass wir auch in Eberswalde dann schon angefangen haben, was anderes zu suchen. Wir haben nämlich im Leibnizviertel, war so ein Jugendclub, da haben wir, glaube ich, auch selbst die Partys dann dekoriert. Ah ja, das war in den 80ern schon? Ja, ja, Ende der 80er, auch mit Walli, der war da auch immer mit dabei. Ja, und ich glaube, dieser Cut war jetzt nicht unbedingt der 9. November 89. Ja. Also es war schon vorher. Also es war gar nicht so. Es lag was in der Luft, könnte man vielleicht sagen. Du bist eine Weile also zweigleisig gefahren, Eberswalde, Berlin, gab es ein bisschen Heimweh. Du hast aber ja sehr früh, du warst Anfang 20, eine künstlerische Ausbildung angestrengt. Ja, das war auch dem typisch, du wolltest schnell irgendwie so, der Proletarier, der Arbeiter, der Arbeiterkind, der wollte schnell irgendwie liefern. So. Ich habe zu der Zeit wenig Mut gehabt, etwas zu erforschen. Wollte meine Eltern irgendwie zufriedenstellen, dann machst du erstmal das nächst Naheliegende irgendwie. Ja? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich während meiner NVA-Zeit nicht zur Kunsthochschule durfte, zum Vorsprechen oder so. Das ist alles. Keine Legende. Du suchst es dann, es kam dann später irgendwie. Und mit den 90ern. Hat mich eher die Praxis geprägt dann, glaube ich. Aber vielleicht doch noch mal ein Stück zurück. Wann hast du angefangen, also wann hast du ein Interesse entwickelt? Wann hast du selbst dich ausprobiert? Wann hast du dir Stift und Zeichenblock gegeben? Gab es einen Zirkel? Gab es Leute, die du interessant fandest, wo du gesagt hast, hey, sowas will ich auch? Hast du das eher individuell oder in einer Gruppe entdeckt? Da war ich weitgehend alleingestellt, aber du hast ja dann auch Leute kennengelernt. Ihr hattet ja den Henning Wagenbrett dann schon zu Gast hier. Den habe ich ja dann auch kennengelernt. Und er ist zwei Jahre älter als du so circa. Ne? Zudem habe ich ehrfürchtig aufgeschaut. Ich habe sogar gedacht, Mensch, das schaffst du nicht und so. Und der hat immer noch so einen kleinen Kick voraus gehabt. So, Das war schon jemand, der dich inspiriert hat. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, also mal, wenn man jetzt zu der heutigen Jugend spricht, das gibt's nicht. Das gibt's bei einigen Multi- oder Supertalenten, dass die gleich fokussiert sind auf, du musst gucken, du musst im Leben irgendwie gucken. Und du musst dich vorantreiben, du musst alles mal ausprobieren. Und heutzutage ist es ja auch eher so, dass man hat vielleicht so einen Bread-and-Butter-Job und dann macht man sein Ding. Dieses Ding, Arbeit und Freizeit, das hat sich völlig aufgelöst. Das finde ich eigentlich auch gut so. Ja. Natürlich sagt die Gesellschaft auch, mach das mal so. Und die Gesellschaft freut sich natürlich auch, dass sie Leute ausbeuten kann. Und die Leute dann irgendwie auf Instagram oder auf anderen Kanälen meinen, sie können sich verwirklichen. Ob es dann wirklich so ist, ist eine andere Frage. Aber mit jedem Gewinn ist auch ein Verlust verbunden. Wir müssen versuchen, die Gewinne irgendwie noch vor allem gesellschaftlich weiter auszubauen, würde man sagen. Und das war jetzt ein großer Sprung in die Entschuldigung. Ja, aber du hast angedeutet, und das bezieht sich ja dann, also es fing bei dir schon früher an, hast du gesagt, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, der 89 war gar nicht künstlerisch der entscheidende Cut. Sicherlich sind da noch mal etliche Türen aufgegangen in den 90ern. Und du hast viel ausprobiert, hast du gesagt. Das war eher so eine Prozessgeschichte. Und da kamen natürlich verschiedene Sachen zusammen. Clubs schossen aus dem Boden oder in die Keller hinein. Musik spielte eine große Rolle, die Technokultur. Auch wenn das lange her ist, aber vielleicht erzählst du davon nochmal. Du warst bei dieser ersten Messe ausschließlich mit sogenannter Technokunst, Kroma Park, 1994 vorbei. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Zuerst mal bei diesem Klischee aufräumen, Technokunst, Techno ist ein Schimpfwort. Ja, sagt das Internet. Sagt das Internet. Ja, eben. Zu dir auch. Also wir nannten das Clubkunst. Klingt ein bisschen ja, nachvollziehbarer vielleicht. Übernehme ich. Techno war so the great techno swindle. Das war so,
viel Aufgebauschtes, was es eigentlich schon in den 60er, 70ern gab, an Hippie-Kultur oder so, ja, und vielleicht durch moderne Technik ein bisschen gepimpt werden konnte, aber eigentlich hat man erst später gemerkt, dass es gar nicht so viel Neues war. Es gab auch schon Technozid-Partys im Haus der jungen Talente vor der Wende, und es war dann aber abgesehen von der Wende sowieso ein globaler Express, vor allem was aus Großbritannien, aus meinem Empfinden mehr aus Großbritannien, denn aus den USA rüberschoss. Mhm. In Chicago gab es die Warehouse-Partys, und in Großbritannien gab es Acid House, das war der erste Boomer sozusagen. Dann gab es die Partys im Tresor. Ich hatte kleine Kinder zu Hause, ich war da gar nicht so viel unterwegs zunächst. Ich war auch nicht so ein Drogenfreak erstmal. Und hab mir alles erzählen lassen. Wir haben uns Freitagabend irgendwie getroffen im Hexenkessel, südliche Schönhauser. Dann sind die alle zu ihren Partys gerannt. Ich bin nach Hause gegangen. Dann hatte ich irgendwie die erste Deko im E-Werk. Mhm. Dachte ich, gehst du da auch mal hin um 23:30? Klopf an, nur für Gäste, nur für Mitglieder. Naja, ich habe hier ein paar Bilder aufgehängt. Warte mal. Da hatte ich irgendwie 10 Mark in der Tasche, habe 2 Bier getrunken, dann bin ich nach Hause. Da waren die Brandenburger noch gar nicht da. Also, ich habe erst sehr spät alles mitbekommen, wie der Hase läuft und so. Und dann habe ich den Jim Avignon kennengelernt. Wir haben Räume besetzt. Wir haben erst haben wir praktisch Bilder für Partys gemacht. Dann haben wir Partys mit Bildern gemacht und uns die DJs dazugeholt. Also den Prozess ein bisschen umgekehrt. Und es war so ein Wechselspiel die ganze Zeit. Es war wahnsinnig aufregend, interessant. Du hast die tollsten Leute und die größten Idioten innerhalb von einer Stunde kennengelernt. Es war also wirklich eine ganz wilde Zeit, muss man schon sagen. Später hat man die ganzen 90er praktisch wirklich in so einem normalen Rausch erlebt. Und eigentlich waren die 2000er dann sozusagen zum Runterkommen von diesem gesellschaftlichen Rausch auch so. Das war dann wirklich mit dem 11. September, da hatte ich einen Rückflug von Chicago an dem Tag. Musste ich noch ein paar Tage warten. Und mit dem Tag war wirklich so ein Cut. Da haben dann die Galerien gesagt, jetzt wollen wir hier nicht mehr schön bunt, sondern jetzt machen wir alles wieder weiß und hängen wieder die Bilder auf. Und dann war plötzlich Clubkunst so ein bisschen auch in der Schublade verschwunden. Ah, ja. Und das sind die persönlichen Krisen, die du so durchmachst. Ja. Neben dieser Clubgeschichte, wo du eher exzessiv und wild gemalt hast, weil es vielleicht noch ein bisschen andrücken können, habe ich aber auch mein abstraktes Werk immer weiter vorangetrieben. Darauf, also danach wollte ich dich fragen. Trotzdem streue ich noch eine kleine Episode ein. Wir sind dann hier sozusagen als Landeier irgendwie Mitte der 90er auch mal in einen der Club, haben einen der Club aufgesucht. Das war das E-Werk damals, und wir standen dann da um 23:30 vor der Tür und waren die Ersten. Und als wir völlig übermüdet um 3:30 nach Hause gefahren sind, da standen draußen hunderte Leute und wollten mit der Party beginnen. Ne? Also. Ja, bis Montag früh wahrscheinlich. Ja, genau. Du hast dort teilweise alleine, teilweise mit anderen Künstlern Räume temporär in Besitz genommen, hast teilweise und auch unter den Augen des Publikums Sachen entstehen lassen. Das waren Arbeiten, die waren vielleicht nur einen Tag zu sehen, nur wenige Stunden. Das ist sozusagen deine eine Form, dich auszudrücken. Und dann hast du ja auch in deinem Werk Techniken, wendest du Techniken an, wo du ja Monate teilweise brauchst, um ein Bild fertig zu stellen. Diese beiden Sachen, dieses Live-Painting in gewisser Weise und dieses Arbeiten im Atelier, wo du, da kannst du ja vielleicht auch zur Technik was erzählen, was du da über die Jahre gemacht hast. Ist das weiterhin beides da, oder gibt es so immer Phasen? Weil tatsächlich, du hast es schon angedeutet, du wirst heute hier auch noch live aktiv. War das jetzt eine Weile weg? Wie sind diese Gewichte? Du musst das eine Fahrrad immer in den Keller sperren ein paar Jahre und plötzlich entdeckst du, das war ja eigentlich doch ganz cool so. Aber dazu muss es erstmal eine Weile aus deinem Gesicht... Dass du es dir wieder neu angucken kannst. Gesehen wird. Ja. Ich mache im nächsten Jahr in Bethanien, am Marianenplatz in Berlin, eine Ausstellung zum Thema 90er Jahre. Und da wird genau das thematisiert. Und mir ist dann auch bewusst geworden, dass ich diesen Flow ja eigentlich noch habe. Auch wenn die Knochen schon so ein bisschen spröde sind, aber das ist noch da, diese Energie. Und die konnte ich tatsächlich in die Bilder nicht auf diese Art reinbringen.
Denn abstrakte Kunst lebt von der Reduktion, vom Weglassen. Mhm. Das wiederum lernst du mit den Jahren erst, ja, wie so ein alter Käse oder so. Der schmeckt erst, wenn er eine Weile auch gelagert war. Und die meisten Künstler fangen an, ihre Freunde zu zeichnen, ihren Großvater oder so. Mhm. Und gehen von der Figürlichkeit zur Reduktion. Abstraktion heißt ja eigentlich nur Vereinfachung. Und das praktisch das Weglassen ist dann die Kunst. Also mhm. wie Brecht mal gesagt hat, wenig ist mehr, weniger ist mehr. Oder Picasso hat mal gesagt, ich brauchte diese Jahre, um so malen wie zu malen wie dieses Mädchen oder so. Ja? Also dieses ja. Weglassen ist schwieriger als das Zufügen eigentlich. Ja. Vielleicht können wir ja ein paar Arbeiten von dir noch sehen und uns einspielen lassen. Dann können wir darauf auch Bezug nehmen. Mhm. Du hast uns ein paar Bilder zusammengestellt aus verschiedenen, aber gleichwohl jüngeren Jahren. Wenn ich das vielleicht bei dieser Arbeit jetzt weniger, aber bei anderen, die wir noch zu sehen kommen, also die sich zusammensetzen aus ganz vielen kleinen Zeichen, geometrischen Formen, dann entstehen ja so Oberflächen. Also bei diesen Arbeiten, Entschuldigung, gerne erst zu diesen. Mhm. Kann man vielleicht noch sagen, dass das eben so, es gibt schon auch Modefarben in der Malerei. Und nichts malst du für die nächsten 400 Jahre wie früher, sondern du bist viel näher am Zeitgeschehen dran. Das mache ich auch gerne. Du musst nur natürlich aufpassen, dass du nicht ein Mode-Kasper wirst dann. Mhm. Aber diese Sachen, diesen 50 mal 50 Zentimeter, diese Serie, da sind immer so Formen, die mich gerade irgendwie bewegen oder die ich aufnehme durchs Internet, früher hat man gesagt, Zeitschriften liest man ja nicht mehr, aber durch alles, was dich umgibt sozusagen. Mhm. Und die Sachen, zu denen du sprichst. Genau, hier sehen wir jetzt eine Arbeit, ne? Die sind dann eher so eine Art, da gibt es so eine Art Raster und dann gibt es ein Grundelement, das Dreieck in dem Fall. Und die fügst du dann zu einer Flächigkeit und dann schmeißt du wieder eben, wie gesagt, Sachen raus oder fügst andere Sachen hinzu. Das Ding ist, so arbeiten 100.000 andere Künstler auch. Du musst dann sehen, wie du dein eigenes Ding daraus machst. Ja? Und das ist die Schwierigkeit. Das darf nicht zu sehr gewollt sein oder von außen hereingebracht, sondern das muss schon auch aus deiner Seele kommen. Mhm. Und gerade in Berlin, alle sprechen von Berlin als der Kunststadt. Es ist einfach so viel Konkurrenz da, auch Leute, die vielleicht ganz andere Voraussetzungen haben, neuerdings. Mhm. Und die musst du alles zur Seite schieben. Ja. Das war jetzt auch so eine, oder das sind jetzt auch 50 mal 50 Arbeiten? Die sind 80 mal 80. 80 mal 80, weil ich habe natürlich von dir auch so Überformate gesehen mit ähnlichen Techniken. Ja, also wo du wahrscheinlich wirklich viele Wochen dran gearbeitet hast. Ja, ich mag so Standardformate, da kannst du wiederum dich auf die Inhalte konzentrieren und hast aber immer so eine serielle Geschichte, weil bei jedem Bild, was ich mache, fällt mir schon wieder eine neue Idee ein. Aber meistens ist es so, ich weiß am Anfang noch nicht, was ich machen werde. Ja. Es entwickelt sich dann beim Arbeiten. Und darum brauchst du auch 3-4 Sachen parallel zueinander. Genau, das würde mich wirklich interessieren, ob du einen Plan hast. Du hast zwar gesagt, es gibt so eine Art Raster, aber eigentlich hast du es jetzt fast schon beantwortet. Da passiert ganz viel im Prozess. Und wir hatten jüngst hier, das fällt mir dabei ein, wir hatten jüngst eine junge Künstlerin hier, Christiane Bergelt, die auch davon erzählt hat, dass sie an mehreren Arbeiten gleichzeitig dran ist. Ist das bei dir ähnlich? Ja, manchmal hast du einen schlechten Tag, da machst du am besten nur Füllarbeiten, so wie der Elektriker nur Sachen vorbereitet oder so, ja. Mhm. Und manchmal hast du einen Flow innerhalb von 3 Stunden und dann siehst du zu, dass du an den Schnittstellen arbeitest. Dann hast du wiederum einen Tag, wo du einen Kater hast, da versaust du 2 Bilder, gehst du schnell wieder nach Hause. Ja, ähnlich hat das Christiane Bergelt auch erzählt, weil ich sie gefragt habe, wenn du dann sozusagen in diesem Flow bist, wie machst du denn das? Weil ihr Atelierort ist nicht der Ort, an dem sie wohnt. Und dann sagt sie, dann macht sie eben die Nacht durch. Also, nee, das mache ich. Ich bin so ein 9-to-5-Typ. Du gehst zur Arbeit. Du gehst zur proletarischen Herkunft. Ich gehe zur Arbeit, hol mir mal zu futtern noch vorher und dann bin ich da. Aber selbst wenn mich Leute abholen, bin ich immer bereit, weil das ist, das klingt ein bisschen doof, aber das ist immer gespeichert und ich weiß, was ich zu tun habe. Es gibt so Momente, da kannst du nicht weggehen oder so, natürlich. Aber dieses, ich habe die Nacht durchgemacht, weiß nicht, also das ist bei jedem anders. Ich finde es doof, wenn man eine Ausstellung hat und man macht dann 3 Nächte durch. Also da geht was verloren. Ich habe lieber Sachen auf Tasche und die nehme ich dann, da weiß ich dann, wo das hinpasst und so.
Also für mich ist dieses Arbeiten das Repräsentative. Ja, das ist für mich am besten. Ja. Aber wie gesagt, jeder macht es so, wie er das für am besten hält. So. Ja, du hast uns noch was mitgebracht. Das ist ja fast eine kleine Premiere, so ein Minifilm. Entstehen eines Werkes im Zeitraffer. Da ist das wieder das, wo ich gesagt habe, diese Energie, die muss wieder irgendwie eingefangen werden. Und das ist eine Agentur, die heißt Blitzen aus Berlin. Und mit denen zusammen, wir haben erstmal nur praktisch über 3000 Fotos gemacht. Ich habe also nach jedem Zeichen ein Foto gemacht. Mhm. Und jetzt gibt es irgendwie ein Label, Get Physical, für die soll es ein Video werden. Aber ich will dann praktisch auch noch was anderes, was Museales daraus machen. Ja, aber ja. Es muss noch ein bisschen bearbeitet werden, weil das an sich ist okay, aber da kann man noch mehr draus holen, glaube ich. Gut, aber man sieht das Prozesshafte und einen Teil werden wir jetzt in Kürze auch erleben. Denn wenn unser Gast Vincent von Schlippenbach heute live das Konzert spielt, haben wir für dich ja eine Leinwand aufgebaut. Und wo du mit großen Bewegungen agieren kannst. Wir haben ja schon einmal dich erleben können bei Jazz&E vor vielen Jahren auf dem Marktplatz, ein damals auch überdimensionales Bild. Heute fängst du vielleicht an, das wird heute keine fertige Arbeit. Nee, ich kann nur so ein bisschen zeigen, wie es funktionieren könnte oder so. Ich freue mich auch, dass du bereit bist, da. Ja, klar. Dass wir in Interaktion treten. Ja, auf jeden lustig. Fall. Bin gespannt. Ja, jetzt verknüpfen wir die Dinge und wir können sicherlich vielleicht auch im Nachhinein das nochmal aufnehmen. Jetzt tauchen wir vielleicht in Kürze ins Konzert zunächst, ja? Ja, gerne. Also wenn du magst, kannst du schon mal zur Musikbühne rübergehen. Dann ihr seid jetzt trotzdem im Kontakt, ist ja alles nicht weit weg. Und genau, Doug wird dann die Leinwand geben und ich gehe darüber, damit der Blick ein bisschen frei ist. Ja. Und dann wünschen wir viel Vergnügen beim Live-Painting und Live-Konzert. Alles improvisiert. Schön. Meinen Stuhl auch wegnehmen? Ja, ich nehme ihn. Hier.
sunshine on Mars and mistake meteors for stars, cause I can't hold my liquor, but I can hold my breath and ascend like wind to the black hole and play galaxophones on the virus gates of your soul, blowing tunes through lunar wombs, impregnating stars, giving birth to suns that darken the skins that skin our drums, and we be beating infinity over sacred hums, spinning funk like myrrh until Jesus comes, and Jesus comes every time we drum, and the moon drips blood and eclipses the sun, and out of darkness comes a and out of darkness comes a and out of darkness comes a. Wie wär's denn mit einer Runde Kaffee? Ja, Martin. Nehmen wir. Dag hat zu tun. Dag hat noch zu tun, genau. Aber er nimmt, denke ich, auch einen Kaffee. Ja, vielen Dank, Vincent. Super. Ziemlich abgefahren. Hin und wieder muss durchgepustet werden im Räumen. Ja. Auf jeden Fall. Schon ist das Studio ein Club geworden. Naja, Club. Ja. Martin, bevor ich jetzt gleich mit Vincent mich noch unterhalte, wollte ich dich ja schon gerne noch mal fragen, wo du eigentlich die letzten zwei Wochen warst. Ich war letzte Woche auch nicht hier, aber du warst auch unterwegs, oder? Nee, Ostern war ich auf dem Kunsthof Batzloh. Das ist eine Freundin, die löst ihren Hof auf in der Märkischen Schweiz. Und da ist ein schönes Ateliergalerie als Ferienwohnung. Da war mal über Ostern mit meiner Liebsten. Und letzten Samstag war ich dann wieder auf der Stadtfarm für den Fern, im Namen des Fern unterwegs. Und das hat diesmal nicht so gestürmt. Ja, du bist nicht weggeflogen. Ja, und bei der Gelegenheit, dann kann ich auch mal sagen, am 2. Mai bin ich dann auch in der Blumenberger Mühle, auch für den Fern. Ah ja, ist sehr schön. Wer Bedarf hat an Saatkartoffeln, Saatgut, Jungpflanzen, soll mal zur schönen Blumenberger Mühle kommen, lohnt sich, sehr schöner Ort. Martin, macht deine Werbung. Und, wunderbar. Und am 15. dann auch wieder auf der Stadtfarm in Lichtenberg, Allee der Kosmonauten 16. Bist du auch wieder unterwegs dann? Bin ich dann auch mit Pflanzen und Saatgut. Genau, okay. Dieses Jahr ist Thema Kartoffel ganz groß geschrieben. Also. Und wir werden sogar einem richtigen Kartoffelfeld anlegen mit alten Sorten von Fern. Genau, die bringe ich dann mit. Genau. Na wunderbar, danke. Ja. Hinter uns geht's noch weiter. Ja, ja, danke fürs Solo-Konzert. Wir hören ja nachher noch einen Titel von dir. Ganz am Ende dann nochmal, also ein Stück. Relativ frei, aber genau. Ja, ich mache noch eine Zugabe. Wir machen eine Zugabe, genau, ein Track, ein Track. Stück. Ja, ja, ich hatte es vorhin kurz in deiner Vorstellung gesagt, du hast als Kind erstmal Musikinstrumente gelernt, verschiedene sogar, und dann hast du mit 14 dich eigentlich mit dem DJing beschäftigt, also DJ für erstmal im Bereich Hip-Hop und hast dich dann weiterentwickelt, in verschiedene Bereiche geschaut. War dir das mit dem Unterricht irgendwie zu konventionell, zu langweilig? Manchen gefällt dir auch das Unterrichten nicht so, oder hast du, ist es dazu gekommen, dass du das als Musikinstrument dann wirklich im Prinzip Plattenspieler und Tonträger gewählt hast? Naja, es war ja schon, also mein Vater ist ja vom Beruf Pianist und dann habe ich naheliegend auch mit 3, glaube ich, angefangen, der Klavierunterricht zu bekommen. Ja. Also jetzt gar nicht so Tennisvatermäßig, der Sohn muss das jetzt machen, aber es war irgendwie klar, dass ich das jetzt lerne. Mhm. Und ich habe das auch, glaube ich, eigentlich ganz gern gemacht, soweit ich mich erinnern kann, bis ich 11 oder 12, ich glaube, bis ich 11 war. Habe auch schon so ein bisschen Bach gespielt und konnte das schon, aber
irgendwie habe ich dann den Deckel zugeknallt irgendwann, also laut meiner Mutter, die hat mir das dann so erzählt und hatte keine Lust mehr. Also das mit dem Üben war tatsächlich nicht so meins. Also leider, jetzt würde ich gerne darauf zurückgreifen. Also wenn ich jetzt Klavier spielen könnte, man noch, wäre mir das auf jeden Fall eine Hilfe. Also das ärgert mich fast so ein bisschen. Aber ich glaube, damit hat dann schon auch das zu tun, dass mein Vater mich am Anfang noch unterrichtet hat. Dann später hatte ich andere Lehrer, da hat er schon eingesehen, das wird nichts, wenn er das macht. Aber irgendwie, ich habe dann auch angefangen, mit ihm auch Trompete zu spielen. Das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, weil er damals, wenn er in der DDR, die es ja da noch gab, in den 80ern hier Konzerte gespielt hat, hatte er dann, wurde er dann in Ostmark bezahlt und hat dann hier und da, weil er auch nicht genau, man konnte die ja nicht so einfach wechseln in Westmark, und dann hat er zwei Trompeten gekauft, die er eigentlich weiterverkaufen wollte. Und dachte dann, ach nee, ich könnte ja mit meinem Sohn jetzt Trompete spielen. Und ich hatte auch mit 10, dachte ich so, ja, okay. Und dann hat er immer mit mir zusammen, es war auch, glaube ich, eine große Freude, mich immer zum Üben so, zu rufen. Und dann habe ich das mit ihm gemacht. Das habe ich auch gern gemacht, da habe ich dann auch mit 18 aufgehört. Und das Schlagzeug habe ich auch gespielt. Das war eigentlich am ehesten so das Instrument, wo ich am meisten Ehrgeiz hatte. Da hatte ich auch relativ früh Unterricht, und das habe ich auch später noch gemacht. Das spiele ich jetzt immer noch mal gerne. Also ich bin jetzt kein Schlagzeuger, das würde ich mich nicht nennen, aber das hat mir auf jeden Fall geholfen, so rhythmisch auch für meine Sachen, die ich jetzt mache. Ja. Und ja, dann habe ich mit 14 oder 13, ich habe eh angefangen mit 10 schon so Public Enemy Hip-Hop zu hören, so Sachen. Das hat mich auch, ich habe, also weil ich ja eigentlich eher so vom Haus aus, mein Vater hat halt viel mit mir auch so Thelonious Monk, Jazz gespielt, das mochte ich auch immer gerne und mag ich jetzt auch noch. Aber als dann die Rap-Musik in mein Leben trat, war das erstmal eine größere Liebe für mich. Und ich habe eben nur solche Musik gehört und mir auch dann, damals war es ja noch so mit Platten, da gab es die in erster Linie auf Vinyl, also es gab natürlich auch CDs dann schon, aber ich habe dann relativ schnell gedacht, ah, dieses Scratchen, was ich auf vielen von den Platten gehört habe, so, das will ich machen. Und habe mir dann irgendwann da so zwei Plattenspieler zusammengespart und damit angefangen. Und habe erstmal dann mehr so auf Partys auch aufgelegt, also so mit 14, 15 mal so bei Freunden. Und mir in erster Linie war ich da Musikfan. Und klar, Scratchen war aber immer schon so ein Ding, wo ich viel Zeit investiert habe. Und auch mit Freunden. Damals war das auch, das ist jetzt gar nicht mehr so, damals war das echt so Mitte der 90er bis Ende der 90er so eine richtige Mode. War so die Zeit. Viele Leute, also da gab es dann lauter Techniken, weiß ich, Three Click, Orbit, Scratch, irgendwas. Da konnte man, das war eine richtige Wissenschaft. Fast wie jetzt so Fusion-Schlagzeuger oder so, ganz komplizierte Sachen spielen, war das damals auf jeden Fall. Da konnte man richtig nerdig reingehen in das Thema. Das war aber auch nie ganz so mein Ding. Ich habe das zwar eine Zeit lang auch diese Techniken gelernt und so, aber das, ich habe dann gemerkt, ja, es, wenn ich es mir so öfter anhöre, also man kann sich es mal angucken aus so einem technischen Aspekt, aber auch auf einer Party, wenn dann einer da so zu viel gescratcht hat, hat immer ein bisschen genervt. Und, und auch jetzt so, also ja, also das war tatsächlich eine sehr nischige Angelegenheit. So. Und da gibt es nach wie vor Leute, die ich auch gut finde. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann das auch musikalischer einsetzen, als jetzt immer meine Kollegen damals und ich, wir haben halt immer einen Beat angemacht und dann dazu mit diesen klassischen Sounds gescratcht. Und ich habe dann so gemerkt, okay, ich kann aber auch andere Platten benutzen. Ich habe dann irgendwie Platten auch bei meinem Vater erstmal im Schrank geplündert, und da waren auch so Free Jazz Solo Geschichten Peter Brötzmann, was sich natürlich auch super eignet als immer diese Sounds, die man sonst so benutzt hat. Und da ich eben diesen Hintergrund hatte auch mit Jazz und überhaupt mit Musikern auch spielen, also ich habe viel mit meinem Vater auch früher gespielt und er hatte dann auch mal eine Jazzband so, also oder hatte eine Jazzband, ich habe in einer Jazzband mitgespielt als Kind. Dann habe ich mit 17 Schlagzeugunterricht gehabt bei dem Bruder von Pierre, von Peter Fox, also dem Sänger von Seed. Und habe der, also lustigerweise, da gab es Seed gerade mal so. Ich habe mich auch überhaupt nicht für Reggae interessiert oder solche Musik zu dem Zeitpunkt. Aber der hat dann irgendwann gesagt, ey, ich habe hier noch so eine Band. Das war jetzt erstmal nicht Seed, sondern Lichilassi, mit dem wir dann auch hier in Eberswalde öfter waren.
Und willst du nicht mal, du bist ja DJ und so, willst du nicht mal mit uns jammen? So. Mhm. Und ich war so, okay, so komme ich einfach mit meinen Turntables mal in den Proberaum. Und das war ein Quartett dann mit mir, also Bass, ja. Schlagzeug, Gitarre. Und ich habe eben dann gemerkt, okay, ich kann von Vocals bis, also Gesang bis hin zu irgendwelchen Basslinien oder Schlagzeug oder was weiß ich, man kann ja alles, Geräusche, Geräuschplatten gibt es ja auch relativ viel, wo Leute früher ihre Dias mit unterlegt haben, also wo dann Vogelgezwitscher oder mhm. Autogeräusche, also es gab es ja tatsächlich in den 70ern. Und da gibt es eben ohne Ende auch obskure Sachen, die man dann auf Flohmärkten ja immer noch findet. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, das ist gut, wenn ich das verbinde mit der Musik und mit einem musikalischen Gehör, weil ich habe dann auch gemerkt, so mit Musikern spielen ist viel mehr mein Ding, als jetzt alleine mhm. auflegen. Ich habe das zwar weiterhin gemacht und habe damit dann auch schon so ein bisschen Geld verdient, also auch so 90er, aber überhaupt nicht die Techno-Schiene, sondern eben Hip-Hop war das damals so, auch Icon und Covenstar gab es dann so einen Laden. Da habe ich dann mit 17 schon so meine ersten 50 Mark am Abend verdient. Mhm. Das war natürlich erstmal ein gutes Gefühl. Ja, gute Motivation auch dran zu bleiben, ja. Wahrscheinlich. Genau. Und ich sage gleich Taxi angerufen, war. Ja, sofort. Mit 17. Ja. Also nee, diese kam bei mir auch alles viel später. Ja. Dieser Hintergrund mit den aus der Jazzfamilie sozusagen, ja. und mit Musikern immer schon zusammengespielt zu haben, nicht nur allein zu, ja. üben, ist ja schon was deine Arbeitsweise dann sehr auch beeinflusst hat. Auch wenn, ja. du erstmal sozusagen alleine aufgelegt hast, aber mhm. dann schnell gemerkt hast, ich will darüber hinausgehen und auch mich nicht nur, sagen wir mal, im Hip-Hop bewegen oder, genau. nicht nur dort, sondern hast ja auch viele Projekte gesucht mit Musikern, die darüber, über die Genregrenzen, sage ich mal, auf jeden Fall auch gehen. Ja, ich habe es gar nicht so gesucht. Ich habe tatsächlich Glück gehabt, muss mhm. ich auch sagen. Ich habe dann immer einfach die Chancen, die sich mir boten, genommen und dann da aber auch richtig Energie investiert. Also das war dann eben erst Lichilassi und da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, was man alles so machen kann, mhm. neben dem Auflegen einfach nur im Club. Und ja, und dann war eben Pierre auch bei einem Konzert von uns und kam dann nach dem Konzert und meinte, ey, ich habe hier so eine 11-köpfige Reggae-Band oder mhm. damals 10-köpfig. Ja, hast du Lust? Und ich war auch so, ja, okay. Ich war gerade mit der Schule fertig und dachte, gut, dann probiere ich das mal. Yeah. Und bin dann da auch zu denen ins Studio und habe ein paar Sachen für die Platte gemacht. Und dann kam relativ schnell Dickes B, dieser mhm. Hit damals, war glaube ich 99 oder 2000. Mhm. Und dann ging es los. Und ich hatte parallel noch eine Ausbildung als Toningenieur angefangen. Mhm. Da war ich aber eh nicht so richtig begeistert von. Und dann kam mir das gerade recht, mhm. Touren und Musik machen. Das mhm. war dann eher mein Ding. Und damals ging das dann auch. Ich hatte irgendwie kaum Ausgaben und konnte davon dann erstmal leben. Und dann kam immer so eine Sache zur anderen. Mhm. Mhm. Dann warst du erstmal sehr viel live unterwegs. Und jetzt ist das ja so ein bisschen, du bist sowohl auf, also Live-Konzerte spielst du, aber auch bist ja Produzent. Mhm. War das dann auch so ein bisschen vielleicht zweites Standbein oder war das schon immer eigentlich was du gerne machen wolltest? Eigentlich nicht unbedingt. Also ich fand das natürlich immer interessant und ich weiß auch, dass ich auch in den 90ern hatte, ein guter Freund von mir, dessen Vater hatte so ein Studio, wo tatsächlich mhm. so richtiger 90er-Jahre-Techno auch hergestellt wurde. Und da durften wir auch mal an den Computer und ein bisschen was probieren. Und natürlich habe ich auch gemerkt, wenn ich jetzt hier von irgendeiner Platte mal so zwei Takte einfach im Loop spiele, dann kann ich dazu was machen. Und dann hatte ich auch irgendwann so ein Kassetten-Vierspurgerät. Also das heißt, man konnte mehrere Spuren übereinander stapeln. Und das waren so die ersten Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, das will ich machen. Und da habe ich auch, glaube ich, ein Gehör für. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel musiktheoretisch, von dem Klavier war da nicht mehr viel übrig, aber es war eher so, okay, was passt zusammen? Also das hat sich so durchgezogen jetzt auch, wie man vielleicht vorhin gesehen hat, so einfach die beiden Plattenspieler und man legt eine Platte auf und man legt dazu aber noch eine auf, die vielleicht was ganz anderes macht, also aus einer ganz anderen Ecke kommt und dann, was sich dann ergibt, das ist das Interessante. Und eigentlich arbeite ich so auch als Produzent jetzt, also Produzent heißt ja auch in dem Hip-Hop-Ding eher, dass man die Musik komponiert, also man ist jetzt nicht klassischerweise ein Produzent, da kommt eine Band ins Studio und man sagt, ihr habt hier Songs, wir nehmen die jetzt mal so und so auf und spielen mal hier die Basslinien ein bisschen anders, sondern man stückelt halt Zeugs zusammen, also am Computer oder damals war es so eine MPC, so eine Beatmaschine, so eine graue, die kennt man ja auch aus verschiedenen 80er und 90er Jahre Videos vielleicht, wo man so mit so Pads, wo man drauf rumdrückt, ja. und damit wurde so die meiste Hip-Hop-Musik damals gemacht. So ein Ding hatte ich dann auch.
eigentlich eher erstmal, um auch live damit zu spielen. Und dann habe ich aber natürlich selber angefangen, auch Sachen zu programmieren, so meine ersten Beats. Und dann konnten wir Remixe machen. Da gab's, ich bin da auch so reingerutscht einfach. Mhm. Und aber das Vinyl zieht sich bis jetzt durch. Also jetzt zum Beispiel, jetzt wo ich gerade mit Pierre arbeite, es ist auch so, dass es meistens damit losgeht, dass ich in Plattenläden oder auf dem Flohmarkt oder mittlerweile auch zu Leuten, die große Plattensammlungen haben, da muss man dann erstmal so einen Draht kriegen, weil für mich lohnt sich das nicht, das alles zu kaufen. Mhm. Es steht dann nur rum, weil ich sample mir was davon oder nehme mir ein kleines Stück oder ein Geräusch und bastel das dann zusammen. Und deswegen gehe ich da mittlerweile auch zu so Leuten mit großen Sammlungen nach Hause. Die sind halt immer ein bisschen schwierig. Da muss man erstmal, also natürlich mit ihrer Sammlung, da muss man erstmal einen Draht kriegen, aber manchmal klappt es und dann holen die auch ihre Schätze raus und dann kann man das sich kurz mal so aufnehmen und dann habe ich, was ich will. Und damit mache ich dann weiter. Aber da hat doch die BBC ein riesen Archiv jetzt freigegeben, irgendwie mit Samples. Ja, im Internet oder? Mhm. Ja. Das war irgendwie ein Deutscher, von dem hast du noch nie gehört. Der hat da irgendwie schon Ewigkeiten alles reingestopft, so verdient sein Geld damit. Also es entwickeln sich total neue Formen und Möglichkeiten. Aber manchmal ist eben Oldschool auch Oldschool. Eine Platte ist eine Vinylplatte, ja. Wird ja wiederentdeckt jetzt. Ja, Entschuldigung, wenn ich das absolut. Nee, und es ist auch schön immer noch. Großes Cover, man legt es rauf. Und ich meine, jetzt Musik hören so richtig oder neue Musik kaufe ich mir gar nicht auf Platte. Das streame ich dann auch oder so, wie das die meisten machen. Aber jetzt so gerade, um alte Sachen zu entdecken, und ich kann dann auch gleich die Sachen schneller, langsamer, rückwärts spielen, so mit meinen Plattenspielern, da komme ich gleich schneller auf Ideen. Also und dann mache ich das erstmal und dann nehme ich meinen ganzen Kram mit und bastel daraus Zeug. Also damit fängt es immer an. Manchmal nimmt man auch ein Sample und spielt es nach. Oder also das ist immer deine Grundlage? Es ist immer eigentlich meine Grundlage. Und trotzdem ist es, du hast es gerade schon angedeutet, aber vielleicht kann man das nochmal so sagen, du bist jetzt kein leidenschaftlicher Plattensammler, sondern es ist ja dein Arbeitswerkzeug. Und das heißt, wenn was verschleißt, was ja durchaus passiert, dann ist es kaputt und dann wird es irgendwie aussortiert. Oder, ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, es wird, also oder auch die kaputten Sachen sind schön. Also ich habe richtig teilweise Platten, die schon so gebrochen sind. Ja. Die benutze ich dann auch so. Also dass sie gar nicht mehr gehen, ist schon sehr schwierig. Und also sie fangen dann an, so zu rauschen und natürlich auch zu springen. Aber das ist ja manchmal auch ganz schön. Zu dem Arbeitsmaterial, ja. Du hast ja gesagt, du bist über die Hip-Hop-Musik dazugekommen und über eher so, naja, ist Quatsch, aber so eine Art klassisches DJing. Ja. Und es gab ja tatsächlich auch zum Beispiel aus der improvisierten Szene Musiker, die Platten präpariert haben. Mhm. Also wir hatten hier Klaus van Beber beispielsweise oder dann, ich glaube, Chris Markley heißt der und so. Ja. Die teilweise haben die Platten zerschnitten, wieder neu zusammengeklebt und so. Hat es dich auch inspiriert oder hast du das viel später entdeckt? Das habe ich ein bisschen später entdeckt. Das fand ich auch gut. Oder es gibt ja jetzt auch Leute wie Ignaz Schick, die das so ein bisschen vielleicht noch wilder machen so als ich. Also ich bin dann schon aus dieser Hip-Hop-Tradition mit Scratchen und schon so ein bisschen so, ich klebe mir auch so Aufkleber immer rauf. Also das machen viele andere auch. Aber und guck dann, dass ich da direkt in die richtige Rille, die Nadel direkt in die richtige Rille rutscht sozusagen. Dann muss ich es nicht vorhören. Ich habe das ja jetzt eben auch ohne Kopfhörer gemacht. Mhm. Also wobei da auch vieles von frei war. Aber mich, ja, das hat mich auch eigentlich erst später inspiriert. Also gerade so diese Geschichten mit diesen Endlosrillen. Also dass man sozusagen einen Aufkleber, den kann man auch künstlich erzeugen. Wie ein Sprung in der Platte, klebt einen Aufkleber rauf und die Nadel springt immer wieder zurück. Naja, bei Klaus van Beber erinnere ich mich, der hat irgendwie Steine und dann ist immer der dagegen gelaufen und dann ist immer wieder zurückgesprungen. Ja, und so man kann auch im Turntable rumhauen, das habe ich auch gemacht am Anfang. Also immer wenn die Nadel drauf liegt, ist es ja wie so ein Klangkörper. Also das sind auch Sachen, die mich interessieren und die mich auch inspiriert haben. Ich meine, jetzt ist es so bei mir fast schon so ein bisschen zweigleisig, weil auf der einen Seite mache ich wirklich so Popmusik oder Rapmusik und das ist ja jetzt eigentlich improvisierte Musik oder manchmal geht es in Richtung Free Jazz, wie man das nennen will. Oder ich spiele auch gern mit Free Jazz-Leuten ganz freie Konzerte und mache dann aber eben auch sowas. Also bei mir ist es so wirklich sehr zweigleisig, aber nicht als zweites Standbein, sondern es hat sich wirklich so ergeben. Und ich merke auch, wenn ich nur die eine Seite, also wenn ich jetzt nur im Studio sitze und an irgendwelche Rap-Sachen mache oder so, dann fängt es irgendwann auch an, mir zu viel zu werden. Dann mache ich mal wieder sowas und andersrum aber genauso. Und das inspiriert sich auch gegenseitig. Also wenn ich hier irgendwie plötzlich irgendeine Platte, irgendein kaputter Loop kommt und dann, okay, das muss ich jetzt aufnehmen, daraus kann ich was ganz anderes machen, was dann sogar in einem
poppigeren Kontext funktioniert. Ja. Also das ist ganz gut, das inspiriert sich gegenseitig so. Ja, schön. Ja. Schönes Stichwort auch, inspiriert sich gegenseitig. Ja. Vielleicht können wir auch noch mal drauf zurückkommen, dass ja hier gezeichnet wurde. Ja. Also was ich sehr interessant fand, du hast gesagt, ihr habt euch die Musiker in den Club geholt. Ja. Und so ein bisschen war es, also Vincent hat damit gespielt, also ihr könnt widersprechen, aber er ist dir gefolgt zum Teil. Zum Teil, ja. Ich meine, ich bin auch immer ein bisschen, also manche sagen ja auch, die das so sehen, er sieht aus wie so ein Koch, der die ganze Zeit verschiedene Kochtöpfe bedient. Und ich bin schon sehr natürlich da so drin, aber ich habe zwischendurch mal geguckt. Und aber man hat auch gemerkt, du hast ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und das ist aber auch wichtig so. Ja. Nichts ist schlimmer, als wenn alles schon läuft. So, du musst in Gang, die Zuhörer müssen ja auch erstmal darauf vorbereitet werden. Ja. Dann war das richtig, richtig toll. Schön. Hat's dir was gebracht? Gut. Es wäre jetzt Quatsch zu sagen, wir waren eine Einheit oder so. Nee. Natürlich, du hast schon deine Routine abfolgen und so. Und die hat auch, die nimmt sehr schlecht an, gerade die Stifte. Da habe ich immer alles vollgekleckert. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte, aber im Ansatz ist es vielleicht ein Wechselspiel gewesen. Ja, also wenn das war ja auch so ein bisschen, es war ja jetzt nicht die Aufgabe, dass wir jetzt zusammen, also es kam ja relativ spät. Zwei Ebenen. Und ich dachte so, okay, ich kann es so ein bisschen natürlich, weil ich es eh improvisiere, aber so, das wäre natürlich, wenn man das jetzt so als Programm macht, dann würde ich da auch nochmal anders rangehen. Mhm. Also dass man jetzt sagt, okay, wir machen das mal so 3 Stunden lang und gehen dann wirklich noch mehr aufeinander ein. Also ich habe das auch schon mal gemacht. Wir bauen euch die Werkstatt irgendwann auf. Ja, das machen wir. Ja, hey. Also, auf jeden Fall. Ne, Doug? Klar. Ja? Über Sondermerke. Ja. Unbedingt. Mhm. Ja, vielleicht noch mal, ich muss noch so ein paar Sachen nachfragen und drin hauen, weil du hast erzählt von der musikalischen Beziehung mit Alexander, deinem Vater. Und tatsächlich, in Eberswalde gab es das erste öffentliche Vater-Sohn-Konzert im Passagekind. Stimmt, das war hier. Sonst habt ihr es in der Küche oder wo auch immer ihr das gemacht habt. Ja, ne? Ich erinnere mich, 2003 oder so, ne? Ich war so... Ja, ich weiß noch, dass ich hatte so viel Zeug, hatte auch Schlagzeug gespielt und die Plattenspieler dabei. Also wir hatten so ein ganzes Auto voll mit meinem Krempel. Und ich war so aufgeregt auch, weil ich so, okay, dann so mit meinem Vater, also den ich ja wirklich als Musiker und sowieso total schätze. Aber es ist natürlich Vater-Sohn-Beziehung, ist auch immer was Spezielles. Man hat dann doch... So denkt man, okay, ich muss ein bisschen was beweisen auch. Mhm. Also das war zum Glück dadurch, dass wenn ich jetzt Saxophon oder auch Klavier oder so, sage ich mal, eher ein Instrument gespielt hätte, dann wäre das vielleicht auch noch viel mehr so ein Thema gewesen. Aber dadurch, dass ich mit den Turntables das gemacht habe, was ja kein in dem Sinne klassisches Instrument ist, komme ich da so aus so einem anderen Blickwinkel. Und er hat das auch am Anfang, war ja immer so ein bisschen, ja, auch diese Rap-Musik wird mit Maschinen gemacht. Und ich weiß, hat er so ein bisschen, war er erstmal ein bisschen kritisch. Und aber er dann, ist ganz oft zu deinen Konzerten auf jeden gekommen. Fall, nee, also das war am Anfang. Das war echt, als ich so angefangen habe, 12, 13. Und dann irgendwann aber, als er dann bei dem Konzert war, bei dem ersten mit Litchi Lassi, das war, glaube ich, in Quasimodo, da war es für ihn, glaube ich, so ein Aha-Erlebnis. Da hat er dann so, okay, du spielst ja mit richtig guten Musikern. Das waren auch teilweise Leute, mit denen er so spielt. Und da hat er das verstanden. Und ab da hat er das, also war er da sehr offen. Und ich mache ja auch so. Ihr habt ja eine Band, also mit deiner Frau, mit Akita Kase und dir, ne? Also eigentlich ein Familientrio. Ja. Habt ihr eine Band auch heute? Ja. Immer noch, genau. Und auch mit Aki spiele ich ja jetzt in einem Quintett mit Japanik. Ja. Und das ist ganz schön, dass das immer noch, also wir spielen tatsächlich, wenn alles gut geht, auch im Juli in Österreich nochmal zu dritt. Also Aki, mein Vater und ich. Log 3. Genau. Log 03. Das hat tatsächlich mit dieser Anspielung, mit dieser Platte zu tun? Amiga-Platte mit nur, die hat mein Vater mir auch aus der DDR damals mal mitgebracht. ganz früher. Und die habe ich immer noch, tatsächlich eine Kinderplatte von mir. Und das ist total absurd. Da sind nur irgendwelche Loks drauf, die so Dampfloks. Und dann kommt vorher so eine ganz sachliche Stimme. Lok 04003 bei der Abfahrt vom Güterbahnhof Dresden und dann, kommt dieser Sound und das ist so 40 Mal eine andere Lok in einem anderen Bahnhof. Aber super, um damit zu arbeiten.
Nee, und ich meine, deswegen war das ganz gut, dass ich so einen Umweg genommen habe, glaube ich, jetzt um so auf das Vater-Sohn-Ding zurückzukommen, weil ich erstmal damit was Eigenes gemacht habe und da war mir das auch egal, ob, wie er das jetzt findet. Und dann später sind wir da wieder so, also so, als ich dann Anfang 20 war, da sind wir dann wieder so mit zusammengekommen. Aber das war, glaube ich, auch wichtig für mich, dass ich da nicht einfach jetzt so, wenn ich die ganze Zeit auch am besten noch so Jazz gespielt hätte, das dann mit so einem Vater und dann, du bist der Sohn vom Schlippenbach und so, das sind natürlich... Ihr seid jetzt da ja wirklich auf, gleichberechtigt in den musikalischen Kontexten. Ja, ja gut, aber wenn, weiß ich nicht, aber, also er macht das ja schon wirklich länger. Er ist jetzt 83 Jahre alt geworden, vor wenigen Tagen, Wie geht's ihm, wenn ich fragen darf? Und ich habe gehört, ein großes Konzert ist geplant, irgendwie, Globunity. Ja, ich glaube, das ist im Oktober in der Akademie der Künste. Ja, unbedingt hingehen, wenn es soweit ist. Also ich spiele nicht mit, aber es wird ein großes, großes Event. Nee, ihm geht's gut. Der ist jetzt, also spielt jeden Tag und komponiert. Und für ihn ist es jetzt auch mit der Pandemie, glaube ich, nicht so schlimm, weil die Reiserei natürlich auch ab und zu mal ein bisschen anstrengend ist. Und jetzt kann er sich voll aufs Klavierspielen konzentrieren. Mhm. So, klar, jetzt, aber jetzt geht es ja auch hoffentlich demnächst mal wieder ein bisschen los. Ja. Spielen. Ja, dann machen wir einen Schlenker nach dieser ganzen urbanen Kultur, ja. Also, ne? Jetzt müssen, wirst du mich fragen, wie es mir geht. Müssen wir, gerne, kann ich, hätte ich nicht gemacht, aber wie geht's dir? Ja, ich dachte so, ich guckte zu Doug und bei mir kam im Kopf, das ist eine Quelle, die sprudelt so. Mhm. Und zum Schluss sagte ich, nee, das ist ein Feuerwerk, wahrscheinlich eher so eine Fontane. Und bei dir war es so, wo ich dachte, an der Oder, ein Fluss, der tief ist, der Strudel hat, dunkle Stellen hat, ewig lang ist und man kommt da nie an, man taucht gerne ein, verweilt eine Weile und ich bin total neugierig oder würde gerne auch wirklich in den Club gehen, wo du spielst. Und dann dachte ich, wie bin ich in dieser Zusammensetzung hier auf der Bühne und kam mir so ein bisschen vor wie Wasser, den man so in Hand nimmt, der rausfließt, sich verändert und eigentlich nicht wirklich zu greifen ist, ist mein Gefühl, vielleicht habt ihr anderen Eindruck nach unserem Gespräch. Genau. Weil wir kehren zu einem bodenständigen Projekt hier in der Region. Wir gehen zur Gemeinde Breidin. Genau. Das sind drei Ortsteile, Tuchen, Klobike und Rampe, die künstlich in 70er Jahren zusammengelegt wurden. Später eigentlich. Was? Genau. Frag du. Ich frag dich gerne, aber zu dem Breidiner, ne? Also, weil das ist ja, der offizielle Zusammenschluss war ja erst 1998. Ich bin ja auch ein Breidiner gewesen, ja, viele Jahre. Weißt du wahrscheinlich nicht. Doch, und, im Dorf wird's gemunkelt. Ich weiß auch, was du gemacht hast. Und ein Freund hat damals gesagt, als dann dieser Zusammenschluss von Tuchen, Klobige und Trampe zustande kam, da stand irgendwie in der Zeitung der Breidiner Udo Muschinski. Und da haben sie mich so ein bisschen mit dir gesagt, was ist denn das für eine Hunderasse? Ja, aber so viel zu diesem Zusammenschluss. Tatsächlich, also Tuchen, Klobige und Breidin und Ackermannshof, wo ich gewohnt habe, ist ein Ortsteil von Trampe. Und ich bin Anfang der 80er Jahre hier in die Gegend gezogen, habe Berlin 81, 82 verlassen. Wenig später gingen andere dahin oder sind in dieser Zeit dort geboren worden. Und ich bin häufig eben auch von Bernau Richtung Trampe, Ackermannshof gefahren, auch mit dem Rad. Ich bin durchaus öfter auch durch Tuchen gekommen und habe damals diese völlig zerfallene Fachwerkkirche gesehen. Und du bist später nach Tuchen gekommen, können wir ja auch noch darüber reden, wie du da hingekommen bist. Bist jetzt aber auch schon 17 Jahre dabei, aber da war die Kirche schon saniert. Wie ist es zu dieser Rettung eines Gebäudes gekommen? Und war von Anfang an klar, dass man das als Kulturort auch entwickeln will. Also da wirst du dich eingegruft haben mittlerweile und kannst ein bisschen was von der Geschichte eures Vereins auch erzählen. Ja? Verein Fachwerk Kirche Tuchen. Ja, das ist ein kleines Kirchlein, Fachwerk in gelbe, leuchtende Farbe. Und der Ort, wo Leute sich begegnen.
Diese Kirche hat noch eine besondere Bedeutung. Das ist nämlich eine Hochzeitskirche. Und wir haben gezählt, da sind schon bereits über 1000 Hochzeiten, die stattgefunden. Alles mögliche Leute, die indische Musik und in Sari antanzten oder junge Leute, die Ringe aus dem weißen Klee geflochten haben. In jüngerer Zeit oder? Ja, das ist die Nutzung, was jetzt sozusagen diese Kirche bekommen hat, neben dem Ort, wo auch Kultur stattfindet. Und Verein Fachwerkkirche Tuchen, das sind gar nicht so viele Leute, es sind 15 Leute, die über Jahre, 97 ist dieser Verein gegründet, sich im Ort engagieren. Und ich sage mal so, wir haben so um die 200 Familien und wir haben irgendwann mal durchgezählt, dass jeder Erwachsene mindestens in zwei Vereinen ehrenamtlich tätig ist. Man muss das so mathematisch ein bisschen hochrechnen. Dann kann man verstehen, dass es ein reges Leben ist. Wir haben keine Wochenenden, wo nicht irgendwie aktives, gemeinsames Tun passiert. Jetzt natürlich alles ein bisschen ausgebremst. Ja. Und zunächst ging es um die Rettung des Gebäudes? Es ging um die Rettung des Gebäudes und das wurde auch schon mehrmals, oder dieses Retten musste mehrmals passieren. Die erste Kirche wurde wie in vielen Orten im 13. Jahrhundert gebaut als Feldsteinkirche, die dann im 30-jährigen Jahr Wust war, eingefallen war. Da haben sich die Dorfleute zusammengetan, Geld zusammengelegt, auch die Obrigkeiten haben was dazugegeben. Und die Kirche wurde nach 30-jährigem Krieg aus Fachwerk aufgebaut. Dabei fehlte auch Geld und bei dem Bau wurde dann in Ruine noch längst geglaubte, verschollene Kirchenkasse gefunden, wo der fehlende Betrag rausgeholt wurde. Solche Legenden werden erzählt über diese Kirche. Immer wieder passieren kleine Wunder, dass die zurückgeholt wird für die Gemeinschaft. Und das war auch in 90er Jahren, wo der Sturm kam und sozusagen die Kirche zusammenfiel und dann Entschluss getroffen wurde, die Kirche wird abgerissen. Ah ja, dann, so weit war das, ja? Das war wirklich so weit, dass die Bagger schon kamen und dann hat der Herr Lange aus dem Ort wirklich sich auf die Schwelle gestellt und hat gesagt, diese Kirche bleibt stehen und die Puschis, die kennst du auch vielleicht, gegenüber, die zwei Zwillinge, haben dann noch mal Holz organisiert, dass der Giebel gestutzt wurde, dass es nicht auf die Straße fällt und dann kamen die günstigen Bedingungen, dass quasi in 90er wieder Ortsteile Mittel bekamen, dass solche historische Gebäude erhalten bleiben. Die Kirche hat es aufgegeben, die Gemeinde hat es an sich genommen und jetzt ist diese Hochzeitskirche plus Begegnungsort plus engagierte Leute vor Ort, die das alles zusammenbringen und immer wieder neue Sachen ausdenken, in erster Linie für sich, deshalb auch das Wir von hier. Ja, das ist kein schlechter Ansatz, die Dinge zu machen, die einen selbst interessieren. Und natürlich noch schöner ist, wenn man das mitteilt, wenn man den Zirkel verlässt. Du bist seit wann in Tuchen, Klommicke? Es sind schon fast 20 Jahre, so genau habe ich nicht gezählt. Aber du bist ein bisschen später gekommen und wie andere Vereinsmitglieder berichten, hast du ja auch einen frischen Wind ins Vereinsleben gebracht. Mit dem Projekt, was heute im Zentrum stehen soll, Wir von hier, da hast du eine Aktie dran, ja? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich oft so, dass die Leute, die von außen kommen, Sachen verändern, weil wenn du von außen kommst, hast du große Motivation anzukommen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man von Dorf kommt, kennt man das selber. Wenn man aus Kurland kennt, weiß man, die Leute lassen einem gar nicht so leicht rein. Du musst es wollen, du musst dich engagieren, du was für den gemeinsamen Altar auch hinlegen. Und das war so für mich vor 10 Jahren genau die Aktie, wo ich sagte, ich wollte wissen, wo bin ich angekommen. Für mich die Motivation, aufs Land zu ziehen, war die wunderschöne Natur. Ja. Aber die Leute kennenlernen, das war so ein
ja, wahrscheinlich auch mein Charakter, wo ich sage, die Geografen sind dabei, die Sachen zu entdecken, egal in welcher Form. Und das war so mein Versuch anzukommen. Ja. Was ist Wir von hier? 2010 gab es sozusagen die erste Phase dieses Projektes. Was ist das? Das könnte ich vielleicht zeigen. Ich kam in diesem Ort an und traf diesen Verein und stellte dann Fragen, was sind das für Leute, und habe mich wahrscheinlich wie viele, die frisch ankommen, nach der Geschichte gefragt und stieß dann auf Schätze, auf wunderschöne alte Fotos, wo keiner mehr wusste, wer ist denn nun auf diese Bildern drauf. Und dann irgendwann kam auch ganz schnell, das ist altes Handwerk hier, ja, im Dorf wurde dann gesagt, wer drauf ist, wissen wir nicht so genau. Die Nase sieht so und so, der könnte zu der Familie, das muss ja der Urenkel oder Uropa sein. Aber mich reizte dann diese Idee, Tradition, Fotografie im Dorf. Man sieht, dass diese Handwerker wirklich sich vorbereitet haben. Die haben sich Muck gemacht, die haben Zeit genommen, alle zusammen zu sein, und die haben auch gedacht, es bleibt was für uns. Yeah. Und der Gedanke hat sich dann in der Fachwerkkirche weiterentwickelt, mit den Hochzeiten zusammen fiel mir ein Fotograf auch, das war Frank Günther. Der wohnt auch bei euch, oder? Der ist aus der Region, damals war er in Bernau, aber er fotografierte viele Gesellschaften, und er war wirklich der Mensch, der die für die Leute den Tag unvergesslich machte. Nicht nur durch die Fotografie, sondern auch durch die Art, wie er die eingebunden hat. Und im Gespräch mit ihm habe ich dann gesagt, hättest du Lust, einfach unser Dorf zu dokumentieren? Und daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden. Und ja, vor 10 Jahren haben wir 80 Familien angesprochen, und die haben alle mitgemacht, und das war absolut neues Prozess für uns. Wir wussten nicht, wie das zu machen ist und finanziell, wie man das gestaltet. Aber es ist prozentuell eine große Anzahl, fast jeder Zweite hat da mitgemacht. Ja. Und ja, diese Bilder haben natürlich eine Wirkung an sich. Man kann da unglaublich viele Sachen entdecken, und Leute sagten, wow, wie habt ihr das hingekriegt? Ihr wart ja nur ganz kurz da, aber ihr habt es eingefangen. Die Leute sind, so wie ich ihn seit 30 Jahren kenne, ist er auf diesem Bild. Ne? Obwohl es ja inszenierte Bilder sind. Ne? Also die machen sich auch schick vielleicht. Oder auf jeden Fall ist es bewusst, also es ist ganz bewusst gemacht. Ne? Ja, es war alles erlaubt. Die Leute könnten das beitragen, wie die sich darstellen wollen. Wir haben Leute mit Pferden, mit Tieren drauf, mit Schwein drauf, mit allem Möglichen drauf. Ja, und jetzt sehen wir ja hier schon Bilder, und da gibt es Gegenüberstellungen, denn dieses Projekt war 2010 nicht zu Ende, sondern ihr habt circa zehn Jahre später gesagt, jetzt fragen wir die Familien nochmal. Genau. Und hier in diesen Bilderserien sieht man sozusagen die Familien, die Paare, die Einwohner sozusagen im Abstand von 10, 11 Jahren. Und alle waren wieder dabei? Fast alle. Zum Beispiel dieses Bild mit dem Schwein, das war ja so in erster Reihe wirklich der Aufhänger. Wir haben es zur Berliner Zeitung geschickt, und prompt erschien es wirklich in Brandenburg-Seite auf ganze Seite. Und die Brüder Polschinski haben wirklich Briefe bekommen, wie das früher war nach dem Disco. Die waren sehr beliebt. Jetzt haben sie wieder jetzt, Frauen, die angeschrieben. Sie haben jetzt wieder Frauen. Die haben immer wieder Frauen. Sie wohnen in einem Schloss mittlerweile? Die wohnen gegenüber von der Kirche. Insofern sind die auch ortsprägend. Ne? Mhm. Natürlich hier bei den Familien mit Kindern sieht man das am besten, dass 10 Jahre vergangen sind. Und ich sage mal so, wir haben was geschaffen, was für die ganze Gemeinde eine schöne Geschichte ist. Familien haben sonst Familienalben, und wir haben als Gemeinde
einem Gemeindealbum geschaffen mit sehr, sehr vielen Geschichten. Und nach den 10 Jahren haben wir gesagt, wir wollen nicht nur Bilder zeigen, wir wollen mit Leuten noch mal bewusster im Gespräch kommen und haben auch dazu Interviews geführt. Und in diesem Vorhaben sind Sachen so zusammengewachsen, dass wir geschaut haben. Also jetzt sind Texte mit dazugekommen, genau. Selbst Zeugnisse, ja? Genau. Habt ihr immer die gleiche Frage gestellt? Oder, Wir haben uns einen Fragekatalog ausgedacht. Es ging um dieses Gemeinschaftsgefühl. Für was ist einem wichtig? Wie fühlt es sich an? Was willst du beitragen dabei? Und wir haben Glück, dass wir gefunden haben, wer diese Interviews führt. Das ist Roland Schulz aus Uckermark, der auch Uckermärkischen Literaturpreis gewonnen hat für eine Geschichte, wo im Oderbruch Damm gebrochen wird. Und damit die Gemeinschaft überlebt, müssen die zusammenwirken. Das heißt, er hat schon auch zu sehr viel Erfahrung mit diesem sensiblen Umgang. Gibt es denn die Gemeinschaft an sich? Und er hat auch eine sehr angenehm ruhige Art, mit Leuten zu reden. Zum Schluss hat er gesagt, er hat ja nur das aufgeschrieben, was die Leute erzählt haben, letztendlich. Ja. Und entstanden sind kurze Interviews. Diese Interviews kann man in Ausstellung lesen. Aber alle, die volle Interviews gelesen haben, haben gesagt, das ist so ein Schatz, das wollen wir nicht aufgeben. Das heißt, es gibt auch längere Interviews. Man braucht so 1,5 Stunden, um das alles auszulesen. Sehr schön ist, dass es aufgeschrieben wurde in der Art, wie die Leute sprechen. Man würde noch nicht sagen, das ist Dialekt, was wir haben, aber wir haben sehr unterschiedliche Leute. Wir haben die älteste Familie, die in Klobbeke wohnt, die ist 400 Jahre da. Und da sind natürlich auch so Sachen, die man auspacken kann, wie einer spricht, der nie aus dem Dorf weg war. Ja. Oder wie einer erzählt, der im Dorf wieder zurückgekommen ist oder der neu dazugezogen ist. Ja. Und jeder hat so andere Sicht. Wir haben insgesamt mit 14 Familien Gespräch geführt. Und der Querschnitt ist sehr, sehr bunt. Und würdest du sagen, dass das, was ihr beabsichtigt habt, dieses Gemeinschaftsstiftende auch, dass das funktioniert hat? Gibt es sozusagen Effekt? Weil es sind ja einzelne Gespräche, einzelne Porträts, einzelne Geschichten. Zeigt sich das in der Gemeinschaft? Kannst du das einschätzen? Ist Zusammenhalt gewachsen? Ja, es sind ja auch 10 Jahre, die dazwischen liegen. Und ich war bei beiden Sachen dabei und kann das gewissermaßen beurteilen. Am besten wäre natürlich, diese Frage an die Leute zu stellen. Aber ich kann versuchen, das zusammenzufassen. Ja. Die erste Runde war sehr viel Neugier dabei. Die Leute wussten nicht, was auf die zukommt. Und auch überhaupt so mal Blick von Seite auf sich zu bekommen, ist ja auch sehr interessant, wie werden wir gesehen. Und dann über die Jahre war tatsächlich dieses Motto, wir von hier, das war ja auch neu in der Region. Jetzt hört man sehr oft diese Kombination von diesen zwei Worten. Aber wir waren gewissermaßen Trendsetter, weil einige Gemeinden, Dörfer sind dann zu uns gekommen, diese Ausstellung anzuschauen und sagten, toll, wir wollen auch wir von hier. Wie macht man das? Ne? Also, und haben auch nachgemacht, auf eigene Art natürlich. Und auch im Dorf selbst wurde immer wieder gesagt, wenn irgendwo Hilfe notwendig war, klar, wir von hier, wir helfen euch doch. Ne? Also da kam was in Bewegung, auf jeden Fall. Und jetzt nach 10 Jahren war es ja so, dass wir genau in denselben Monaten fotografiert haben. Das war September, Oktober, November. Da habt ihr drauf geachtet. Genau, wir haben drauf geachtet, dass der Licht dasselbe ist. Das ist Frank Günther hat hier sehr viel Liebe reingesteckt. Und ich sage immer, er spielt nicht mit Licht, sondern eher mit dem Schatten oder Dunkelheit, empfinde ich in seinen Bildern. Das war ihm wichtig tatsächlich, dass wir auch in dieselbe Zeit die Bilder machen. Und das war ja schon ziemlich
komplizierte Zeit, weil ich sage, Pandemie war schon komplett da und diese Aufnahmen waren wie so Insel der Nähe. Mhm. Wir durften in den Familien eintauchen und haben das mitgenommen und ich fand es unglaublich spannend, auch diesen Prozess, was da lief. Und der ganze Ansatz hat auch darauf aufgebaut, dass wir im Gespräch kommen. Nun sind wir durften zwar in zwei Ausstellungen die Bilder zeigen. Es sind auch Leute gekommen mit Auflagen und allem Möglichen. Aber ich denke, da geht noch mehr. Und wir haben was geschaffen, genau, was wir als Schatz da haben und nutzen werden. Das können wir ja vielleicht noch kurz vorstellen, weil dein ursprünglicher Gedanke war ja, dass ihr vielleicht in einer Art Eintagesausstellung im regionalen Fenster von Guten Morgen Eberswalde die Ausstellung zeigt. Dann hätten wir auch sicherlich mit Porträtierten reden können. Das ging nun nicht. Nun bist du hier als Projektverantwortliche da. Und wie wollt ihr es zeigen? Ihr habt ein Modul entwickelt und genau. Das zeigst du. Das ist ja gewissermaßen Kunstfotografie und wir arbeiten mit richtig ausgedruckten Bildern. Aber die Interviews, die haben wir auch auf solche Roll-ups eingefangen. Ja. Und wir sagen ja, wir sind in der Gemeinde, wir sind bei Leuten, bei einfachen Leuten. Das sind keine Galeries, wo man Wände hat, wo man das alles wunderbar aufhängen kann. Wir haben es auch im Stall gezeigt. Mhm. Und wir haben so ein flexibles System. Zwei Roll-ups gehören zusammen, ergeben das Vorher und Nachher. Und man kann hier wunderbar lesen, man kommt im Gespräch und ich denke, da gibt es noch eine Menge, was wir besprechen können. Vielleicht führt das ja dazu, auch wenn Leute uns zuschauen, dass sie euch einladen, wann auch immer. Und du hast aber das vielleicht als abschließende Frage. Du, Blumenberger Mühle wäre ein extra Thema, vielleicht machen wir das irgendwann. Aber ihr seid ja auch ein Ort, an dem ihr Veranstaltungen macht, an dem seht euch auch als Bildungseinrichtung. Du hast mir am Telefon erzählt, da plant ihr noch in diesem Jahr was ganz Besonderes. Das geben wir vielleicht noch mit in die Runde. Genau, meine nächste Herausforderung ist die Wiesenplatterbse. Da fragst Wiesenplatterbse? Du, was ist das? Nee, das ist doch eine. Okay. die Jahre aufs Land haben dich geprägt. Ich kann verraten für die anderen, das ist gelb blühende, schöne Pflanze, die wir zu Sonnenwende überall, fast überall auf den blühenden Wiesen antreffen können. Und wir vertiefen uns in diesem Thema. Wir haben 14 Hektar Naturerlebnislandschaft mit ganz unterschiedlichen Wiesen und werden Wissenschaftler fragen, warum die Wiesen wichtig sind, warum diese Wiesenplatterbse wichtig ist. Werden das wissenschaftlich verfolgen, werden das künstlerisch bearbeiten und zum Abschluss musikalisch wird es noch einem Konzert auf der Wiese geben. Und sogar Berliner Philharmoniker haben zugesagt, dass wollen auch die bei mal auf uns die Wiese spielen werden. So ist das. Ja, ja. Und ich kann nur sagen, komm zu Blumenberger Mühle. Zu jeder Jahreszeit gibt es was Schönes zu entdecken. Und wir haben ja schon gehört, Martin, sehr leckerer Kaffee hier, kann ich nur empfehlen. Auch zusammen mit FERN, mit dem Verein für Erhalt der alten Kulturpflanzen, wirken wir zusammen. Und es gilt nicht nur, die Denkmäler zu schützen, sondern auch die Wiese ist, was der Mensch geschaffen hat. Und die guten Wiesen werden immer weniger. Wir werden was Blühendes schaffen. Schön, danke. Dann grüße deine Leute. Ne? Mache ich sehr gerne. Und die Blumenberger Mühle ist übrigens offen. Ihr könnt kommen. Ja, gut. Ihr habt es alle gehört. Die Blumenberger Mühle ist offen. Ja. Vielen Dank für diese Einladung nochmal. Sehr gerne. Und danke an alle in die Runde. Wir kommen jetzt schon ein bisschen zum Ende der Sendung. Wir hören zwar gleich noch ein Stück Musik von Vincent. Ja, aber das war Studio Halb Elf, 16. Ausgabe und Guten Morgen Eberswalde für heute erstmal. Und wir verabschieden uns ein bisschen aus der alten Post
Wo es jetzt aber auch noch heute Kaffee gibt, von 12 bis 16 Uhr, kann man sich hier auch noch einen Kaffee holen. Das werden wir vielleicht auch noch machen nach der Sendung, noch mal ein bisschen nachschenken. Und dann begeben wir uns auch schon bald in den Eberswald. Aber wir sind am 8. Mai auch wieder dann hier und können jetzt schon mal verraten, wer dort zu Gast ist. Das werden zwei Gäste sein. Einmal der Künstler und Theatermacher Georg Traber aus der Schweiz und der Musiker Chris Dahlgren, ein Wahlberliner aus New York. Ja, beide begrüßen wir dann hier wieder auf der Bühne und vorher, wie gesagt, an zwei Sonnabenden besuchen wir die Zwerge im Eberswald. Und ja, Martin, sag mal, bleibst du eigentlich hier oder kommst du eigentlich mit in den Eberswald? Wenn es da Barnimbräu gibt, dann komme ich vielleicht mal vorbei. Ja, wär doch schön. Kommst uns auch mal besuchen, wir kommen dann wieder danach zu dir hier. Das wäre toll. Super. Ja, so machen wir es. Gut. Dann hätten wir geklärt auch. Martin ist dabei. Sehr schön. Und ja, wir laden Sie, euch ein, dann auch dabei zu sein, Nachbarn, Bekannten, Freunden, der Familie Bescheid zu sagen, dass sie auch einschalten. Oder alle Videos können auch im Nachhinein noch einmal nachgeschaut werden auf unserem YouTube-Kanal oder bei Facebook. Dort sind auch alle Streams noch nach der Live-Sendung online. Ja, und dann wünschen wir ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns treu, unterstützen Sie uns gerne auch mit Spenden und Schenkungen. Das hilft auf jeden Fall weiter über die nächsten Wochen. Und jetzt hören wir noch mal Vincent von Schlippenbach, DJ Illvibe. Viel Vergnügen. Tell me, what does it do for you? What does it do for you?
dann gehe ich jetzt mal hier wieder weg.